Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Atze Kreativ. Heute werden wir eine ganz kurze und kleine Hausführung durch unser leeres Atze Musiktheater bekommen. Außerdem lernt ihr unsere Theaterpädagogin Jelka kennen, die mit euch gemeinsam eine kleine theaterpädagogische Übung machen wird. Also lasst uns mit unserer Führung beginnen. Uta, unsere freie Theaterpädagogin, die Tuki macht, Theater und Kita, wird uns als Hühnchen von der Hühneroper durch unser Atze führen. Hallo, liebe Kinder! Ich grüße euch aus dem Atze Musiktheater. Leider könnt ihr zurzeit nicht bei uns ins Theater kommen wegen des Coronavirus, aber wir haben uns jetzt was ausgedacht, dass wir euch per Videobotschaft durch das Theater führen. Also es beginnt hier auf der Bühne und das ist der große Theatersaal. Jetzt kommen wir in die Maske oder auch Garderobe und Maske, beides zusammen. Hier sind die Schwingspiegel, die Stühle, Tische und die Schminkutensilien. Hi, ich bin Jelka, ich bin auch Theaterpädagogin am Atze Musiktheater und ich zeige euch heute, wie ihr dieses Hühnchen malt und auf die Wand projiziert. Ihr braucht einen Spiegel, einen Kajal oder Eyeliner, irgendeinen Stift, den man wieder gut abmachen kann, ein Abschminktuch, um das Ganze am Ende wieder wegzuwischen und eine Taschenlampe. Ihr könnt auch euer Handy benutzen oder irgendein Licht. Jetzt nehmt ihr euren Eyeliner oder Kajal und malt auf den Spiegel, was auch immer euch gerade in den Kopf kommt und was ihr an die Wand projizieren wollt. Ich zum Beispiel habe ein Huhn gemalt, weil jetzt gerade Ostern war und weil es gut zu der Theaterführung vorher gepasst hat. Wenn ihr euer Bild fertig gemalt habt, müsst ihr nur noch mit der Taschenlampe auf den Spiegel leuchten und schon seht ihr euer Bild an der Wand. Ihr könnt auch gerne probieren, wie es sich verändert, wenn ihr näher oder weiter weg leuchtet. Und am Donnerstag bei Atze Kreativ lernt ihr die Schauspielerin von Ronja Räubertochter kennen. Sie wird mit euch gemeinsam tanzen und zu starken Frauen- und Mädchenrollen sprechen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim Atze Musiktheater YouTube-Channel.